richtig krasse Challenge vor. Wir werden für 24 Stunden lang nur die Farbe essen, die man trägt. Weil die letzte Folge so gut bei euch ankam, wo wir Farben gegessen haben, gibt es heute eine weitere. In der letzten Folge haben wir nämlich gelb und grün getragen, deswegen hatten wir auch nur gelb und grünes zu essen, Leute. Heute würde ich sagen, eine andere Farbe, ja, oder? Ich will nicht schon wieder schwarz essen. Ja, ich weiß nicht, ein anderes Blau wäre mir aber lieber. Anderes Blau, ein heller Rest, dann würde ich sagen, verwandeln wir uns. Lass dich überraschen in 3, 2, 1. Hä? Ich wollte doch gar kein blaues Fleck. Mann, wer entscheidet denn wirklich, welche Farben wir tragen? Ich habe keine Ahnung, wir tauschen uns auf jeden Fall mal. Schon viel besser, Freunde. Viel besser. So können wir die Challenge starten, Mann. Ich esse heute den ganzen Tag nur pinkes Essen für 24 Stunden. Und ich meine Lieblingsfarbe, blau. Azurblauflex. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall Haribo Schlümpfe in der Farbe. Was gibt es pinkes, Leute? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Was könnte man ein leckeres pinkes Essen, Flex? Oder blaues Essen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Du weißt, wo wir jetzt aber hin müssen, Mann. Wir fahren jetzt erstmal zu Danny De Dorn im Kaufland. Ganz der genau. Beste Laden und ever. Und kaufen richtig ein. Danny und Boy. Was? Ihr kommt mit. Auf geht's. Los, Mann, das ist alles, was wir gekauft haben. Oh mein Gott, ist das viel. Ich würde sagen, ich habe viel Freude. Schau dieses Mal an. Flex hat zwei Artikel, drei Artikel. Und ich habe ein ganzes Menü für den ganzen Tag. Ja und? Aber ich werde den ganzen Tag damit überleben. 100%. Mit den bisschen Sachen hier. Ja, mit den Sachen. Schau mal, was ich habe, Flex. Was ist das? Das ist gar nichts. Ist so viel Zucker. Ich werde den Tag überleben. Ihr werdet es sehen. Bleibt auf jeden Fall dran und gib jetzt mal einen Daumen nach oben. Aber vergiss auf jeden Fall nicht in die Kommentare zu schreiben, was hat unser gesamter Einkauf gekostet. Am Ende lösen wir auf, Leute. Bleibt dran und ich würde sagen, wir haben jetzt 3 Minuten nach 10 Uhr und ich würde sagen, Flex, es ist Frühstückszeit, oder? Dann würde ich mal sagen, wähle deine Waffe. Bitte, fang du an. Ich nehme den Smoothie. Der ist immer gut für den Morgen. Sehr gute Wahl. Und ein bisschen Süßes am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, Schlümpfe. Und was willst du? Boah, Flex, bei so einer riesen Auswahl fällt es mir nicht leicht. Ich würde sagen, ich fange mit dem Joghurt an und werde nun die pinken Flecken rausessen und Schlagsahne zum Frühstück, Flexi. Was? Sahne zum Frühstück? Jawohl. Weißt du was? Die Obladen nehme ich auch noch. Wünsche dir guten Appetit, Flexi. Ja, oh, dankeschön. Hey, du darfst davon nur die pinken essen. Wir haben hier nicht gelbes Essen. Oh mein Gott, Leute. Hier ist pink, ihr seht. Pink. Paula, wer kennt's? Richtig lecker. Und dazu pinke Schlagsahne. Am Morgen. Macht es auf keinen Fall nach, viel zu viel Zucker. Da ist ein schöner, guter Smoothie in meiner Farbe doch viel besser. Gell, Lucky? Guck mal, Flexi, da unten ist pink. Ich muss ganz runter, um das pink rauszuholen. Hey, nur die pinken. Hier wird nicht geschummelt in der Challenge. Ist pink. Schreibt in die Kommentare. Hier, passt drauf auf, Detektive. Ich muss sagen, so pinke Sahne hat was. Die schmeckt genau gleich. Die sieht nur pink aus und Lucky geiert auch schon richtig hart. Nein, nein. Schau, ich esse die Schlümpfe und ihr wisst, ich esse nur den blauen Teil. Kein Fall nachmachen. Und lieber so ein Smoothie, denn der ist gesund. Oder essbare Blümchen. Leute, mit ein bisschen Sahne. Was? Essbare Blumen? Na, guck mal. Ja, so schmeckst du doch gar nichts von der Blume, wenn du so viel Schlagsahne drauf machst. Kevin, was ist los mit dir am Morgen? Lecker, lecker, lecker. Hey, da war was Gelbes dabei. Darf ich in Ruhe frühstücken und möchte nicht immer aufpassen auf dich. Gell, Lucky? Übertrieben schlecht, Freunde. Wir sind übertrieben schlecht. Was? Ist doch erst 10 Uhr, oder? 10 Uhr, gell? Irgendwas? Leute, wir sehen uns zum Mittagessen wieder. Leute, schaut mal, was mit Cayman los ist. Der liegt einfach nur hier rum. Schaut mal. Seht ihr das? Ich wusste es. Sein Bauch tut weh, weil er morgens so viel komisches Zeugs gegessen hat. Oh, Lucky! Flexi, was machst du denn da? Hey, gar nichts! Oh. Was ist denn? Was ist los mit dir? Du hattest recht, Mann, Flexi. Das war einfach zu viel Scheiße am Morgen, die ganze Sahne und so. Es ist fast 13 Uhr. 12.58 Uhr. Alter, nee, ich lass Mittagessen ausfallen. Und du weißt, was es heißt. Ich lass Mittagessen ausfallen. Wir haben eine Challenge vor. Nee. Mittagessen. Oh, nee. Mittagessen. Mittagessen. Du willst Mittagessen, Flexi? Dann bitte, such dir was raus. Ehrlich, ich nehme erstmal ein frisches, kühles Powerade. Und ich nehme den leckeren Blaukäse. Lecker, du darfst doch gerne noch meine Donuts nehmen. Was? Und noch mein Meerrettich. Ich hallo, nein. Das ist alles pink. Ey, mir ist zu viel, Flex. Guck mal, wie viel ich habe und du. Ja, hau rein. Was möchtest du zum Mittag? Nach so einem süßen Morgen, Alter, dann nehme ich auf jeden Fall was Salziges. Ich nehme den Reis, den schönen Meistersalat, Heringsalat, richtig geil. Und als Topping noch ein richtig schönes, scharfes Meerrettich obendrauf. Aber Flexi, den Reis muss ich erstmal kochen. Pinker Reis, wie krass ist das denn, Freunde? Schaut mal her. So sieht das ganze Ding aus. Ich will einfach mal sagen,
rein ins Wasser und warten. So, mein Reis braucht noch 10 Minuten. Flexi? Dann fange ich einfach mal an, schon mal zu essen, weil ich habe echt Hunger, weil morgens gab es leider nicht so viel. Fang schon mal an. Boah, Käse, 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 würde ich mal sagen, oder? Ganz viel Blau, wie ihr sehen könnt, oder? Ja, wir haben gesagt, ich mache eine Ausnahme, Flexi, aber hier ist auf jeden Fall ultra viel Blau. Komm. Oh, hier, also bitte, der blaue Schimmelkäse, der zieht rein. Lecker, lecker, lecker. Ich dachte, du schneidest dir ein Stückchen runter. Ich habe doch noch was zu verkünden. Und guckt uns unsere letzte Folge an, 3 Uhr nachts, Michael Meyer. Hier oben. Schmeckt's? Endlich mal was Gescheites zum Mittag. Das ist ja nur noch pinke Soße. Guck mal, der ist gar nicht mehr pink. Hä? Der ist weiß. Was? Ey, Leute, das ist Konsumentenverarsche. Das ist eine richtige Verarsche. Ich weiß nicht mal, ob ich den essen kann. Ja, aber vielleicht ist der Geschmack einfach in dieser Soße drin. Hier, in dieser pinken Soße. Ach, du meinst, dass ich einfach die Soße trinken soll? Nach? Trinken? Weil du darfst den Reis gar nicht essen. Der ist weiß. Apropos trinken, jetzt musst du erstmal was trinken. Stimmt ja, ich habe was zu trinken und zwar was Blaues. Ein Powerade. Flex, das sieht genauso aus wie dein T-Shirt. Das ist ja Wahnsinn. Der Alter. Hammer. Und schaut mal meine Zunge an. So, Freunde, mein Reis ist fertig. Ich bin mal gespannt, wie ich den rauskriege. Ich habe nämlich noch nie Reis gekocht. Oh, Flexi! Schau dir das mal an. Also ein paar Körner kannst du noch... Nee, du kannst überhaupt kein Korn mehr essen. Eigentlich kann ich nichts essen, aber ich habe hier noch meinen leckeren Heringssalat plus den Meerrettich, den roten. So, Flexi, warte nur ab, warte nur ab. Schau mal hier, es wird schon wieder richtig... Boah, ist der scharf. Riech mal. Ey, geh mal weg jetzt! Nicht mein Mittagessen! Ich sag dir eins, Mann, ich verstümmel mir jetzt noch ein einziges Mal den Magen und dann esse ich nichts mehr. Wir sind erst am Mittag. Die Challenge heißt 24 Stunden. Eigentlich relativ lecker, da wieder hier sehr viel Zucker drin ist. So sieht's aus. Und der ist auch gesüßt. So sieht's aus. Alter, doch. Boah. Ja, hau rein jetzt! So viel gibt's nicht mehr. Nee, Mann. Seid mal ganz ehrlich, Cayman muss den Teller aufessen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Cayman, nix Kamera aus hier. 24-Stunden-Challenge. Cayman, Cayman, Cayman. Es ist Mittagssnackzeit. Oh, nee. Hast du Bock? Hast nee, du Bock? Überhaupt hast du nicht. Bock? Komm, Flexi, lass mich in Ruhe. Ey. Nein. Hallo. Nee, Alter, ich kann nicht mehr, Mann. Brett Ferkel, pinkes Essen ist für dich heute. Ich esse lieber die hier. Die Nein, da sind aber keine Pinken drin, schau mal. Verdammt. Leute, nur blaue. Mal in die Kommentare, zählt das? Nein, das zählt nicht. Hallo, das zählt nicht, das zählt nicht. Ja, okay, okay. Hallo, nur die blauen Flexi. Ich hab dir extra was zu trinken mitgebracht. Sag mal danke. Danke. Und Cayman, wie schmeckt's hier? Ja, ich danke. Esse die blauen. Lecker, lecker, lecker. Für einen Snack immer sehr gut. Ja, aber Cayman, du isst ja immer noch nichts. Kann ich, Flexi, Mann. Wieso denn? Fred Ferkel, hau rein. Ich esse nur eins, okay, nur für Fred euch. Fred Ferkel. Bin ich ein Ferkel? Nein, bin ich nicht. Nein, um Gottes Willen. Hier, so heißen dann. Die. Fred Ferkel. Und, boah, wie schmecken sie? Überhaupt lecker, nicht. Oder? Hammer. Ein Drittel weniger Zucker drin. Eben. Aber die schmecken ja so chemisch. Lecker, Fred Ferkel. Und das von Katjes, das hätte ich nicht erwartet, Mann. Ich bin enttäuscht, Katjes. Ach komm. Doch, ich bin wirklich enttäuscht. Katjes, ist es nicht ein... Katjes, krasse Witsche, gell? Hier ist ein Ferkel. Was? Endlich mal was Gutes hier. Smoothie. Den hätte ich dir schon am Morgen leider empfohlen, aber hast du nicht genommen. Boah, das ist ja Balsam für den Magen, Mann. Leute, es ist kurz nach 8. Ich kann nicht mehr. Für mich war das wirklich die schlimmste Challenge aller Zeiten. Ich hau jetzt einfach rein. Wenn ich nicht alles schaffe, verzeiht mir bitte. Boah, oh, pinke Donuts! Aber da darf ich auch nur den oberen Teil essen, oder? Ja, du darfst nur den oberen Teil. Hey, wenn ihr noch eine Idee habt, welche Farbe wir essen können, schreibt das auch gleich in die Kommentare. Oh, was habe ich hier? Leckere Heidelbeeren. Frisch und gesund. Dicker. Was machst du mit unserem Tisch, Flexi? Was? Heidelbeeren? Die sind rot, die darfst du nicht essen. Ah, die sind blau! Ihr seht doch Blaubeeren, Heidelbeeren. Jeder kennt's. Aber das habe ich auch. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich hab Himbeeren. Himbeer. Oh, lecker, oder? Boah, wieder so nach Plastik. Und ist richtig geil, das kann man schön mixen hier. Ey, ist ja gar nicht blau. Ja, aber als ob dein pink ist. Oh, lecker. Dann kann ich mir, Flexi, löst mal bitte auf, wie viel wir ausgegeben haben für alles. Jetzt. Leute, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Und es war 44,38 für den gesamten Einkauf für diese Challenge. Heftig, Leute, heftig. 44,38, echt nicht schlecht. Ich sag dir eins, ich fange nie mehr mit Schlagsahne zum Frühstück an. Das war der Fehler, deswegen habe ich die ganze Challenge verkackt. So. Kann ich jetzt leider nicht. Ich sag dazu nichts. Ich habe damit nicht angefangen. Du hast mich sogar noch gewarnt. Eben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt klingelt sogar das Telefon. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Peace. Seid auf jeden Fall dran. Leute, schaut mal Cayman an. Der ist um 3 Uhr nachts eingeschlafen auf der Toilette. Ich glaube, sein Magen hat echt verrückt gespielt. Cayman, bist du wach? Cayman, bist du wach? Weil ich hab was für dich. Cayman? Hey, Cayman, wie geht's dir? Was ist hier los, Mann? 3 Uhr nachts, die Challenge ist noch nicht vorbei. Oh, mach mal das Licht aus, es ist viel zu hell. Nein, du musst doch noch was essen. Hier, hier, essen. Oh, lecker.
Flugzeug kommt. Ja, wie schmeckt's? Du weißt doch, nur pinke Farbe essen, habe ich gehört. Lecker, lecker, lecker. Ups, sorry. Oh, lecker, 3 Uhr nachts. Jetzt ist die Challenge vorbei, würde ich sagen, Cayman, oder? Was sagst du dazu? Bis zur nächsten Folge. Was, bis zur nächsten Folge? Okay, ich ciao. Eine kranke Schwachsinn.